Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute hier die neue Grafikkarte bekommen, und zwar die neue GeForce 1070. Ist leider nicht die 1080 geworden, weil da war mir der Preis erstmal echt zu heftig und alle limitiert und habe ich mich dann halt für die 1070 schon entschieden und mein Gott. Weil es irgendwie alle total begrenzt hier, die 1080er kriegst du kaum ran, die 1070er kriegst du kaum ran, und dann kriegst du nur diese Thunder Edition, ach, diesen scheiß Blick alles nicht, ey, keine Leistung, und ach, das muss nicht sein, lieber so ein Custom-Modell hier, und dann ist der perfekt, sag ich mal. So, dann packen wir mal die ganze scheiß Rotze hier aus. Ich werde euch erstmal die Verpackung da erstmal zeigen. Also es hat auch ewig gedauert, bis es endlich hier war. Also das war kaum anzukommen, dieses Modell hier. Also wie gesagt, ist immer die Gigabyte G1 Gaming, GeForce GTX 1070. Ja, WinForce mit RGB Spektrum ist diese Leuchtscheiße da. Ja, OC Edition. Ja, David 12 natürlich, und was ist jetzt hier? VR Ready. Ist natürlich perfekt. 8 GB Grafikkartenspeicher. Ist natürlich der absolute Wahnsinn. Zeigt euch mal so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen könnt. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, sagt man. Dann packen wir die mal jetzt aus. Ich meine, die packen wir in ein Paket, in zwei Paketen und dann ins dritte Paket. Also hat man hier praktisch drei Pakete. Ja, oh Mann. So, dann packen wir die hier mal aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die aussehen. Also ich hatte ja vorher eine alte GeForce 87er drin und jetzt eine 1070er. Ja, das ist schon ein kleiner Quantensprung. Ich wollte mir erst diese 89 Ti holen, aber da war ich mir zu unsicher. Ich wollte schon mir die holen, aber die hatte wie gesagt nur 6 GB Speicher und dann war ich ja nur diese Maxwell Speicherscheiße da und jetzt ja die neue Pascal Architektur. Und da hätte ich mir ja wirklich am Arsch gegriffen, wenn ich mir die Scheiße da heute da. Mal gucken, was wir hier. Ja, schöne Verpackung, ja. Schwarz, G1 Gaming, Handbuch. Na, der darf ja nicht spielen, war Kabelkartentreiber CD. Ja, dann machen wir die mal aus. Ist ja ein hübsches Teil. Die andere Karte. Fast genauso groß, ja, ist so groß wie meine alte. Da müsste ich die mal vergleichen. Sieht schon extrem geil aus. Also sieht so aus wie meine alte, aber optisch sieht es ja wirklich ein bisschen anders aus. Wir kommen, naja, warte mal, ich stelle sie ja links hier hin und dann zeige sie euch mal vom Nahen. Und zwar legen wir die mal da praktisch hier. Hier ist praktisch mehr Licht, da kann ich sie euch besser präsentieren. Das war ein komisches Unboxing-Video diesmal, aber nicht so wild. Ja, wie gesagt, so sieht es ja erstmal aus. Sieht gar nicht mal so übel aus, sag ich mal. Ein hübscher Teil. Auf jeden Fall werden wir noch die alte Grafikkarte ausbauen und dann mit dir mal vergleichen, ob die optisch genauso aussieht. Und dann werden wir sehen, von der Länge her, ja, ist schwer zu sagen, sieht sie fast genauso aus, also von der Länge her. Also, Referenz 1.0. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal Stopp und hole erstmal die alte Grafikkarte aus dem Rest und dann sehen wir uns gleich wieder. Also dranbleiben, bis gleich. So, willkommen zurück. Also wie gesagt, ich habe jetzt die alte Grafikkarte jetzt mal ausgebaut. Und zwar die GeForce 87 und halt dann hier die GeForce 1070. Und wie man sieht, ich lege sie mal kurz so nebeneinander. Ist ein kleiner Unterschied auf jeden Fall zu sehen. Auf jeden Fall ist die 1070er auf jeden Fall... Zentimeter, würde ich sagen, ist auf jeden Fall kleiner. Optisch sieht sie fast
identisch aus, außer jetzt hier praktisch hier oben und da ist es halt nicht. Ja, und von den Häusern her ist es auch fast identisch. Ganz minimale Merkmale. Den einzigen großen Unterschied, den man hier hat, sind hinten die Anschlüsse hier. Ja. Wie gesagt, links die 87er, rechts die 1070. Also, da hat man halt, wie gesagt, den Anschluss der Wiener. Ja, dann würde ich erst mal sagen, baue ich die Karte mal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Auf jeden Fall haben wir die Grafikkarte jetzt erstmal hier eingebaut. Hat auch super gepasst, sag ich mal. Wir haben hier als Tower den Silent Base 800 von BeQuiet. Falls da Fragen kommen von System her, ja, kann ich euch beantworten. Ist auch eigentlich auch in der Beschreibung bei mir in der Kanalinfo zu sehen. Ist ein i7er, ein 6700er, 32 GB RAM, DDR4. Oh. Ein SSD ist noch drin und zwei Festplatten und ich denke mal von der Leistung her ist das optimal. Der einzige Vorteil von bei der 1070er und gegen der GeForce 780, die hat hier nur einmal 8 Pin, ja, was die alte GeForce natürlich nicht hatte. Die hatte natürlich einmal 4 Pin, ja, zweimal 4 Pin, ja, also 2x8 und das hat die neue auf jeden Fall nicht und ist auch von Stromverbrauch her auf jeden Fall auch geringer als die 87er. Und ich denke mal, wir könnten das Ding mal kurz anfeuern, um mal zu sehen, ob es läuft. Läuft auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, wenn wir auch noch Benchmark machen, Benchmark mit Spiele und so nannte Scheiße, mal gucken, was die Leistung so bringt. Ja, und wie man hier schon sieht, leuchtet die Scheiße da rot, blau, gelb. Und ja, bin ich erstmal zufrieden? Nein, ich bin da nicht zufrieden, ja, genau. Euch ist das aufgefallen. Wir haben den Stecker vergessen, genau. Keine Ahnung, ob euch das aufgefallen ist. Wollte euch halt nochmal testen. Ja, nee, wie gesagt, auf jeden Fall kommen noch weitere Videos dazu und erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dann, haut da rein.